Name ist Blake und ich bin das Kind einer extrem wohlhabenden Familie. Mein Haus in der Millionenstadt Sydney ist riesig. Wir haben haufenweise Personal und in der Garage stehen millionenschwere Autos. Mein Kleiderkasten ist ein eigenes Zimmer, das so groß wie ein kleines Apartment ist. Mein Leben ist ziemlich einfach und entspannt. Ich kann in teuren Autos zu meiner Privatschule fahren, am Nachmittag die bekanntesten Markenläden leer kaufen und am Abend ein Essen von unserem privaten Chefkoch genießen. Mein Name ist Delfina. Ich bin 15 Jahre alt und lebe im Amazonas-Regenwaldgebiet in Brasilien. Und das ist meine Geschichte. Wie jeden Tag wurde ich auch an diesem Morgen von dem schrillen Pfeifen der Aras geweckt. Die bunten Vögel flogen an meinem Zimmer vorbei, als ich das Fenster öffnete, um ein bisschen frische Luft hineinzulassen. Ich ließ meinen Blick durch das Baumhauszimmer schweifen. Ich bin Felicia und ich lebe auf der italienischen Insel Elba, an die ich mein Herz verloren habe. Vielleicht hat es irgendwann mal noch mir gehört, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich denke, wenn man daran glaubt, dass jeder Mensch zu einem bestimmten Element gehört, ist es nicht schwer zu erraten, welches zu mir gehört. Meine tiefblauen Augen sehen aus wie die See an Gewittertagen und auch das Temperament, mit dem sie Schiffe verschlingt, flammt manchmal in mir auf. Ebenso wie die Tiefe unter der Oberfläche, die mystische, glitzernde Kreaturen verbirgt. Ich bin Anouk. Ich bin 23 Jahre alt und lebe in Savisivik, einer kleinen Siedlung im Distrikt Kanak in der Avanata Comunia. Wenn ich diesen Satz sage, denken viele oft, dass ich einen Scherz mache. Wenn ich dann dazu sage, dass es in Grönland liegt, geht ihnen ein Licht auf und manchmal sagt einer, also lebst du ja doch fast in einem Fantasieland. So hört es sich nämlich an. Aber Grönland ist ja auch so schön wie in einem Märchen. Ich bin Ayala Amita Gandhi. Du fragst dich nun vielleicht, wie es zu diesem Namen kam. Für viele Leute meines Landes sind auch für meine Familie Religion und Glaube sehr wichtig. Aus diesem Grund werden die Namen der Neugeborenen sorgfältig ausgewählt. Ich bin das dritte von 5 Kindern und stehe kurz vor meinem 18. Geburtstag. Ich bin Maya, 16 Jahre alt. Mein Zuhause ist eine Wohngemeinschaft in Vancouver, Kanada. Dort bin ich mit meinem Bruder untergekommen. Unsere Eltern tot. Unsere Großeltern ebenfalls. Immer werde ich als armseliges Waisenkind mit wenig Vergangenheit und noch weniger Zukunft angesehen. Doch niemand schaut genauer hin. Worte und Blicke helfen nicht. Aber für Taten ist jeder zu feige. Ich bin Sarah Sadi und ich habe Angst. Ich bin ein 15-jähriges Mädchen, das jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde in Angst leben muss. Ich wohne mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen 2 Schwestern in Teheran. Wir leben in einem großen, bräunlichen Betonblock mit kleinen Fenstern. Wenn ich aus meinem Zimmer schaue, dann sehe ich in weiter Ferne den Freiheitsturm, der für mich schon lange kein Zeichen mehr dafür ist. Ich bin Atina. Ich bin Elise. Ich heiße Elsa Meyer. Ich bin Sarah. Ich bin Lena. Ich bin Livia. Ich bin Rosa. Ich bin Atina. Ich bin Lena. Ich bin Livia. Ich bin Rosa. Ich bin Elise. Ich bin Sarah. Ich bin Elsa Meyer. Und wir sind alle. Und wir sind alle. Und wir sind alle.